Das ist eine Menge Arbeit, Dagobert. Und meine Frau wird dich mit dem Besten verwöhnen, was unsere Küche zu bieten hat. Du hast meine Axt. So, das heißt Aufgabe 40 Rundhölzer. Ausgerechnet hier stehen natürlich nicht so viele Bäume. Der hat Kohl. Wassermarsch, ist das auf meinem Twitch-Kanal? Falls ja, dann heißt das schlicht, ich soll was trinken. Ja, dann heißt das, ich soll was trinken. Okay. Dann muss ich aber kurz mal Pause machen, weil mein letztes Getränk ist gerade alle. Bin gleich wieder da.
So, gerade was. Das ist aber komische Cola. Ja. Das ist Sirup. Cola für diese Woche habe ich schon durch leer getrunken. Weil einmal in der Woche muss das sein. Cola. So ein 2 Liter Fläschchen. So, was wird. Achso, ja. Da war mal. Hey, geht tatsächlich auch mit Controller. Gut. Reinhauen. Ohrenkiller? Okay. Liegt hier nicht noch was? Ich habe einige deiner Holzscheite. Ich danke dir. Ich werde auf den Rest warten. Habe ich die dem jetzt schon abgegeben oder wie? Ja, hab ich. 43. Ach du Kacke. Gut. Ah. Oh. Hab ich das vergessen? Gut. Fall nicht so im Slow-Mo. Okay. Hier fallen die Bäume anscheinend nur in 3 Teilen. Gratuliere! Wenigstens kann man die Dinger eben gleich so in die Hand drücken. Ah, jetzt kommt wieder die Musik. Tatsächlich nur 2 jetzt. Na toll. Okay, ich glaube, das sieht jetzt sehr nach Grinden aus, die Story. 48. Ich glaube, ich muss wirklich mal sehen, ob das möglich ist, mir die Bot... die Ausgaben hier anzuzeigen, die der Bot macht. Oh, das ist aber lieb von euch.
Bärenreife, Bären. Ah, jetzt sind die Bären reif. Okay, gut. Ich glaube, die Quest mache ich dann mal offline weiter. Weil das ist jetzt wirklich nur Bäume hacken und ja, und die dem geben. Dann nehmen wir mal Alvin. Also das hier. Diesen Dagobert geben, der will 40 Holzstücke haben und das heißt, ich muss jetzt immer Baum hacken, zerteilen, ihm geben. Baum hacken, zerteilen, ihm geben. Und die Bäume geben jetzt leider nur 2 bis 3. Ja, ich meinte die Quest. Probieren wir mal die andere. Wie komme ich dahin? Einfach geradeaus. 1 Kilometer laufen. Oh ja. Aber zumindest sind die Bären jetzt. Bong. Ich muss meinen Browser aufmachen. Oh. Also hier diese Your Ticket is a Losing, die sehe ich nämlich hier im Gamecaster nicht. Die sehe ich nur im Browser. Ah, okay. Ich glaube, ich sollte die wirklich die Zeiten wirklich, weiter vergrößern. Die Points auslösen, ja, aber die Antworten vom Browser nicht. Also die Game-Antworten. Also dieses Do you want to play game without und so weiter, das sehe ich. Aber dieses Losing Ticket, die sehe ich nicht. Oh, ein Wasserfall. Schön, 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 schön. Hat mich gerade der Fuchs ausgelacht? Ein Foxy, genau. Da habe ich wiederum Fell. Nur mag ich dann dafür das Fell auf dem im Gesicht nicht.
vielleicht mal eine Kleinigkeit futtern. Gott, die Pilze sind ja schon wieder fast verfallen. Das ist was anderes, Foxy. Das habe ich auch. Na, nö. Wie spät ist es denn hier? Ach du Schande, ist ja schon bald wieder Nacht. Sag jetzt bitte nicht, es ist schon Feierabend. Ach nein, da bist du. Was gibt es Neues, Alvin? Ich habe den Konflikt meiner Mutter mit Jarok nie war satt. Ihr Sohn Dalibor wird meine kleine Schwester Olga nicht alleine lassen. Ich verstehe, dass es für ihn nur ein Spiel ist. Schließlich habe ich in seinem Alter mit Vorprom Mira, seiner älteren Schwester, gespielt. Ich war ein Ritter mit einem Stock statt einem Schwert, aber ich habe ihre Ehre verteidigt. Jeder Ritter ist, es ist verehrenswert. Jedenfalls bist du ein Dummkopf. Ich glaube, er braucht etwas, das ihn beschäftigt und von meiner Schwester fernhält. Damit auch du etwas Frieden finden kannst. Was? Es wäre schön. Was soll ich jetzt machen? Ein Stock, ein Valebor. Okay. So, wer bist du? Bist du der... Ja, du bist der Vale. Hi, du bist Valebor. Richtig? Und? Du siehst sehr stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß eine Menge über sie. Hast du gehört, dass sie alle schon in deinem Alter anfangen zu lernen, wie jemand mit einem Holzschwert kämpft? Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen, Nicht-Ritter? Zufällig habe ich eines bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Es mag unscheinbar aussehen, aber es ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswoche für einen aufstrebenden Ritter für dich. Gib einen Stock. Es sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus, um deine Gegner zu überraschen. Und weißt du, was Ritter noch tun, außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Auch das, aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Schaden zugeführt wird. Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Also gut, danke für das Schwert, Nicht-Ritter. Jetzt werde ich die Damen und Kinder verteidigen. Gern geschehen, junger Herr. Gern geschehen. Nicht gleich abhauen, Junge. Der will nicht mit mir quatschen. Ich werde zu Alvin gehen und ihm... Oh Gott. Albert, Wien. Ah, bis.